Nö, sehe ich auch so. Gehe ich auf jeden Fall stark von aus. Ja, würde ich auch mal sagen. Ich weiß nicht, aber wir haben das schon öfter erlebt, dass die Leute Garen irgendwie in Show picken, warum auch immer. Naja, wenn du das cool dodgen kannst, dann ist Show gepickt. Ja gut, aber Garen hat Show immer noch, genau. Garen hat keinen Burst. Der Silence von Garen ist dann ja schon gut, das heißt, der kommt ja auf jeden Fall raus. Und dann dreht er sich halt einfach da drauf, also... Ja nee, der kann sich ja im Zweifelsfall nicht mehr drehen, wenn er gesilenced wird. Ja, so lange ist der Silence aber auch nicht. Hast du das an deinem Mikro gemacht, Christoph? Du schnaust null. Dann sei mal ein bisschen weiter an die Seite gepackt. Also, aber irgendwie keine Ahnung, aber da kennt David sich, glaube ich, am besten aus. Bei was? Also ich habe Garen Matchup, weiß ich nicht, weil ich das letzte Mal mit Show verloren habe. Ich habe gerade ganz andere Probleme mit Show. Sowas wie Gnar oder... Oder wie Echo. Echo zieht mich immer, obwohl schon mal als Echo-Counter galt. Aber gut. Bin halt einfach auch nicht besser als Platin. Ist einfach so. Aber wir sind als Team besser als Platin, wenn wir wieder auf unser Hochkurs kommen. Moment nicht. Nee, im Moment nicht. Aber generell. Der Blatt hat gerade sein Q einfach auf gar nichts gemacht, sein aufgeladenes. Ärgerlich. Aber ich bin Level 3. Jemand will auf Teufel komm raus hier First Blood kriegen, glaube ich. Ja, doch, ultra aggressiv. Ich gehe davon aus, dass der Warwick auch jetzt irgendwie Level 3 ist. Nicht, dass das hier viel bringt für Ganks oder so. Hast du Garen passiv unterbrechen? Ne, ich kann gerade gar nichts. Der Ignite, der kann mich mit einer Combo wahrscheinlich töten. Ja, glaube ich auch. Aber ich kann ihn baiten, wenn du willst. Das hier fast reicht. Tja, Vlad, da hast du ein bisschen aufs Maul bekommen, wa? Ja, aber ich hab... Der Garen hat Schweineglück. Der sieht dich, David, ne? Ja. Nice! Good job! Okay, da haben die aber auch einfach nur mega... Ja, wir haben die gebaitet, ganz knallhart. Nein, das war einfach nur doof, halt. Er hätte wissen müssen, dass der da nichts kriegen kann. Das war einfach nur dumm. Wie es uns auch schon unendlich oft passiert ist. Problem ist nur, ich kann jetzt in die Jungle clearen. Ah doch, ich kann vielleicht die Geister gleich machen. Wir sind beide zu clearen. Ich bin jetzt so, weißt du, so mit 50 Leben. Ich habe ja auch meinen Ignite richtig aufbewahrt. Ich hatte fast vorhin schon am Anfang Garen ignited. Ja. Aber hat ja funktioniert. Warwick ist halt unfassbar schlecht am Anfang. Viel schlechter als... Eben, halt auf Level 3 macht Warwick halt. Ja, eben. Wie ein Minion, besseres. Man hat halt ein bisschen Lifesteal und so, aber wie gesagt, er hat halt auch einfach überhaupt keinen fucking CC. Und die haben auch noch geflasht. Beide, ja. Ich habe allerdings auch geflasht schon in dem ersten Game. Also ich hatte auch schon geflasht. Hatte sich Vlad eigentlich gerade die Leben gezogen oder was? Nein. Niemand von uns beiden. Ja, die waren auf jeden Fall jetzt nicht da. Ich denke übrigens, dass sie mit ihrer ersten Warwick-Ulti zu dir kommen werden, Basti. Hör ich darauf ein. Weiß ich nicht. Theoretisch ist das dumm, wie die das machen will. Wenn Basti Warwick sieht, muss der halt einfach wegschielen. Und weglaufen. Und dann passiert halt einfach nichts. Ja, es sei denn, er wartet, bis Basti Black Shield vorher gemacht hat. Machst du das oft in deinen Trades, Basti? Fast nie. Eben. Mit Morgana ist ja einfach alles nur aufs W setzen und auf Leben. Oh, der hat ganz schön respektvoll. Oh, der Garen kommt. Ja, aber irgendwie ist mein Q nicht losgegangen die ganze Zeit.
Das war mega der Bullshit. Ich habe dreimal Q gedrückt und die ganze Zeit ist mein Q einfach nicht losgegangen. Deswegen stand ich da auch so lange. Deswegen hat er überhaupt so viel Damage auf mich. Ich sehe einfach nur Q. War auch nicht darauf vorbereitet, dass Q. du da reingehst. Q. Das war überhaupt kein Problem. Wenn ich einfach mein Q gemacht hätte, wie ich dem Charakter gesagt habe, dann hätte ich den einfach genutzt. Das ist Level 6. Allerdings auch. Ich noch nicht ganz. Nee, dann eben wollte man Q. Hätte nicht löschen müssen, was die. Hätte ich auch nicht, das war so ein Panik-Flash. Du bist doch noch voll live. Ja, ich weiß, war trotzdem irgendwie Mistklick. Kein Plan, ja, Mann. Da war ein richtig Warwick jetzt Bot sein. Ja, der Vlad hat halt Kuh gefressen, QW. Warte. Besser raus. Nee, man war dann der greeted jetzt. Haben wir immerhin die Wölfe dann gebracht? Ich geh back. Der Garen fühlt sich tanky an, obwohl das eigentlich nicht sein dürfte. Wenn er sein W jetzt ein bisschen hochskillt, dann der ruckzuck richtig tanky. Shit, ich habe auch voll gefällt mit dem Bild, holy shit. Ich brauche AD und nicht Attack Speed. Fuck nee, was ist denn los mit dir? Bisschen. Warwick ist auch bei dir, David. Ja, ist auch ganz schön weit raus. Jetzt sitzt wahrscheinlich einfach, ne? Ja, ja. Matt Rathet? So, nicht so einfach. Ja, okay, aber ich meine, hätte jetzt ja. Wir haben ja gut reagiert, ja. Das ist doch gut, dass wir gut reagiert haben. Ich hab Garen schlecht getötet, ich hätte das besser machen müssen. Dann wäre ich nicht so weit rausgekommen. Ich meine, du warst schon arg weit raus. Naja, aber ich bin dann noch. Hab einen Offensivflash in Garen reingemacht, ist immer gefährlich. Ich meine, hätte ich noch Flash gehabt, wäre das ja mega einfach gewesen, da noch lebendig rauszukommen. War ja so sogar noch fast knapp. Ja, weil Warwick null Schaden gemacht hat mit seiner Ulti. Null. Ja, die macht auch am Anfang. Oh, da war der Tower ist gut. Da kann ich jetzt gleich sofort schon rein. Ich dachte, ich mach den mal. Binde mit Blatt brauchst du CC im Team. Ja. Ja, ich sag ja, die haben einfach überhaupt keinen CC. Damit bei dir alles klar, oder muss ja, ja, Warwick hat ja Ulti noch nicht wieder ab. Weil Vlad hat schon 0 CC und der kann, wenn ein bisschen CC rauskommen von deinem Team, dann kann er so viel Damage rauspumpen. Da ist er. Warwick ist da, siehst du ja. Garen ist noch top. Warwick müsste jetzt wieder Ulti haben. Hier? Kein Plan, wo Blatt ist. Okay. Wie ist es ein W, Basti? Ich meine, dass sie die ganze Zeit unseren W zu sehen. LOL! Standen wir drin! Einfach ein W und dann ist es so. Lauf runter vielleicht, ich bin auf dem Weg. Oh shit, jetzt läufst du hoch. Oh wow, wie kommst du dann nicht weg? Da warst du ein bisschen weit drin.
Aber wir waren ja beide drin. Es ist ja hier losgegangen. Nee, Christoph ist hier losgegangen. Achso, du meinst Christoph war zu. Ja, ja. Achso, ich dachte, du meinst mich. Ja, ja, das mag sein. Nein, nein. Wir haben ja reagiert. Müssen wir ja auf jeden Fall rein dann. Ja, war doch eigentlich gar nicht so schlimm. Wenn ihr einfach den Kampf danach vernünftig gespielt hättet, wenn Vlad dann einfach da gestorben wäre und dann Garen auch noch. Okay. Da diskutieren wir später drüber. Ich meine, ich sag nicht, dass das nicht greedy war, das war greedy, aber ich glaube trotzdem, dass das hätte funktionieren können. Weil die praktisch schon alles halt auf mich rausgehauen hatten. Und ich noch ganz schön viel Damage gemacht habe. Not missing. Komme, David. Aber ich hole mir gleich einfach eine schnelle QSS. Ja, dann läuft der halt weg. Dann passiert das auch nicht mehr. Warwick war hier. Botlane. Also in 400 Gold kann ich mir QSS einfach kaufen. Und dann kann ich auch solche Plays machen, weil ich dann nicht so Warwick bin. Okay, Vlad ist hier und Warwick auch. Ja. Ich push einfach das hier, ich bin auf dem Kotzzeit. Das ist Tower Damage. Alle drei top, können alle zu euch kommen. Gold noch. Ja, Smite von Warwick macht AP Damage, ne? Der hat auf jeden Fall gerade das der Morgana Schild reduziert. Das Schild kriegt er hauptsächlich mit dem Q weg. Das Q von dem macht Magic Damage. Und zwar ganz schön viel. Ja, das auch, aber ich meine auch, dass beim Smite auf jeden Fall Damage Missing, Damage runtergekommen ist halt, weißt du? Ja, ich glaube, das ist... Der zeigt mir hier den falschen Dinges an. Missing? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall das meiste, was der damit wegmacht, ist einfach Blatt hat das eh gemacht. Und Warwick macht das mit dem Q das Schild, ne? Bin im Base. Das ist mega ehrlich, wenn QSS hier Live-Seal geben würde, wäre das voll das geile Item. Ja, es ist hier so ein scheiß Attack-Speed-Item, ne? Genau. Ne, halt einfach mit Grace eigentlich ziemlich scheiße. Aber, ich hab aber jetzt, das brauchst du, ich hab das weil deines Warwick einfach nur. Missing? Ich hab das komplett fertig jetzt. Das ganze Item. Eben, und jetzt kann er halt probieren, mich zu holen. Ich kann mich jedes Mal einfach rausgrenzen. Ja, und dann ist halt auch voll egal. Jetzt kann ich halt weiter Damage und Lifesteal bauen und Vladimir pusht dich auch rein mittlerweile, ne? Basti war in Base. Also. Dachte gerade schon. Oh, hi Warwick. Der hat noch Flash gehackt. Halt ein Silence auf Blatt. Ja, fucking hell. Okay. Okay, und Garen hat geflasht auf mich. Ja, ich auch. Ich hab gefail-flasht, ey. Ich hab auch gefail-flasht. Okay. Da sag ich aber nichts zu, ne? Von wegen, wir sollen nicht über diskutieren, wie die Fights gespielt werden. Ja, wir kann. Du musst Botlane eigentlich verteidigen, sonst gehen wir jetzt einen Free Tower ein. Deswegen hab ich gepinkt. Ja, aber sag doch was. Dafür sind wir doch im Teamspeak. Predige doch ich sonst immer.
Garen, du hast das gedacht. Genau auf dem Weg, David. Oh, jetzt läuft er wahrscheinlich weg. So gut wie er jetzt gedodged hat, hat er davor nicht gedodged. Ich hab noch 60 Sekunden auf Ulti, ist relativ lange. Ich hab Ulti wieder. Ich auch. Ich hab eigentlich den Warwick hab ich eigentlich ziemlich genutzt da, oder? Gerade in dem Fight oder was? Ja. Der war ja tot, bevor überhaupt was passiert ist im Prinzip. Allerdings wäre das nochmal ganz schön knapp gewesen, wenn ich den nicht mit dem Q getötet hätte, als der dich geultet hat. Ja, der hat halt Heal, ich brauche unbedingt halt Lifesteal. Bist du eigentlich gestorben im Endeffekt? Ich? Ja, der Gang hat auf mich drauf, ich war schon geultet. So, ja, hab ich nicht mitgekriegt. Missing Top. Da kann ich dann relativ wenig gehen. Oh, bleib ich bei Basti ist Action, ich komme auch. Mega ätzend, so spät erst Lifesteal zu bauen, aber. Cop is missing. Hey, Garen war da gerade auf dem Weg. Cop is missing. Das ist tot. Garen war bot. Bin da, Basti? Ich auch. Wie lange Q? Cooldown. Jetzt habe ich das erst wieder. Ja, wir haben beide unsere CC gefailt. Sind alle drei top? Zu zweit kriegt ihr doch so eine Wave gegen die Luft. Dingens geht im Jungle. Geben Watch-Input hier. Davor habe ich auch. Gut. Also Vlad ist auch wieder missing. Vlad ist hier. Komm runter. Warwick wieder geht es hier. Oh Gott, was ist mit meinem Fuß? Hat der geflasht? Hat geflasht? Ob der Vlad geflasht hat? Weiß ja, nicht. Ja, schon lange davor. Ich habe auf jeden Fall nichts gesehen von mir. Nee, ich meine jetzt gerade eben, als ich gestorben bin, hat noch irgendwer geflasht. Nee. Ich habe auf jeden Fall dieses Flash-Geräusch gehört, da war ich mega verwirrt. Ja, aber dein letztes Q war schön. War ziemlich scheiße. Diesmal haben die einen großen Fehler gemacht und haben mich einfach komplett ignoriert. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Sonst, das könnt ihr gerne nochmal machen. What? Das halten nicht dafür, du bist rechtzeitig. Weil der Tower ist sehr, sehr low. Ah ja, ich bin früh genug. Also ja, wir müssen aber Toplane deffen. Bei Bot. Komme. Brauchst du mich? Ich kann den Tower alleine nicht halten. Ich bin auch unterwegs. Wenn ihr Fight forcen könnt, dann forst ihn. Du?
Heute nicht drauf. Die wissen nicht, dass ich hier drin bin. Die anderen sind nicht drin. Boah, wie bei mir. Ah, oh, ist da noch ein Creep, ey. Fuck me. Oh. Ja, das ist einfach. Guck mal, hier macht zu zweit nichts auf Garen und dann. Ich bin auch nicht mehr auf Garen geblieben. Ich bin sofort zu dir gekommen. Ja, okay, aber ich meine, trotzdem. Die ganzen Bushbaits und so sind alle schön und gut, aber manchmal verliert man dadurch einfach mehr, als man kriegt. Einfach weil arsch viel Zeit dabei drauf geht und dann sind die woanders geholt oder so. Deswegen David, die können hochkommen. Hat Warwick eigentlich geultet? Ja, klar. Aber das war nicht das größte Problem. Dass nö. Meine Frage war nur, ob die mich töten können. Ja, geultet, aber ich meine, das ist halt ein bisschen zu viel, kriegt er halt raus und dann mit Blood-Dingens, Blood-Slow und Warwick Chase. Können ich halt in 2v1 kann ich das halt nicht überleben. Ich brauche unbedingt einen Sterax. Ich halt das Blatt, das Anti-Warwick-Ding ist nämlich in Megabyte zurückgeworfen, wenn man will. Mit Sterax hätte ich das wahrscheinlich sogar überleben können. Garen is missing. Back. Christoph muss Botlane deffen. Ja. Top immer noch missing. Alle bei Basti. Mehr auf den Garen. Spirit Visage tut er an. Ja, wieso baust du die Maske mit Show? Mach ich hin und wieder immer, wenn die tanky sind. Ja, da musst du dir aber auch noch ein Ding bauen, oder nicht? Ja, die baue ich ja noch aus, ja. Teilzepter. Aber erstmal gibt's mir ja sowieso erstmal 15 Magic Pen. Ja. Ich kaufe ja, das lieber als. Halt, der Garen hat halt 150 MR. Ja, ich weiß. Du kannst das halten, ne? Tot. Puh. Basti platzt im Moment richtig. Ja, man muss halt das. Hat Warwick dich geholt und du hast kein Hourglass rausgekriegt oder was ist passiert? Ja. Warwick und Garen haben mich zusammengezogen eben. Also Warwick hat mich geholtet, Garen, Kuh, dreh und dann war ich tot. Aber ich bin noch im CC gestorben. Na gut, aber der Flat war ja dafür schon down. Allein, dass der Warwick gleich sein Speed ist auch. Wir machen einfach nur Tower, dann gehen wir weg. Das ist schon mal etwas. Ja, so. Hättest direkt Toplane rennen müssen, Basti? Ich bin falsch gelaufen, aber unsere Lane, die pusht sowieso, ich kann alleine sowieso nichts machen. Vielleicht noch eine Wave raushauen, aber das war's. Garen steht sowieso wieder direkt, genau. Warum ist Garen? Nur nach 2000 Leute. Botlane Riesenwave, Basti.
Ich hab 9 Kills, ich bin dabei. Ich hab nur 6. Sitzt. Alle bei David? Nein, mir passiert nichts. Hier lieber die Wave. Hat jemand geflasht? Nö. Garen? Blatt kommt raus. Aber Garen nicht. Boah, heute. Keine Ahnung, aber ich verballer jedes zweite Q richtig schlimm. Der ist noch Botlane, ne? Wenn er kommt, dann wird er auch genutzt jetzt hier hin und so. Gerade zu früh Kugel gemacht. Aber ja, ich dachte nicht, dass der noch in seine in seinen Pool kommt. Aber der Silence und der Pool waren gleichzeitig. Wir können hier was machen. Ja, neben wir Botlane raushauen, aber sonst. Vielleicht ist es dann schon zu spät. Hier könnten hätten wir noch gut was machen können. Ich glaube nicht, Blatt pullt dann einfach weg. Das hätten wir auch nicht hinbekommen. Also wenn ihr sagt nein, dann nein. Außer das halt kein einziges Gesicht ist. Der ist halt Lucky vorher kurz umgedreht. Hat er gut gemacht. Ich hab keine Ulti, ne? Ich hab alles. Ich hab Ulti in 8. Irgendjemand kann weg, wenn ihr wollt. Oder ich geh weg, aber... Ich geh weg. Da wird er's. Achtet auf Spinne. Könnte aber, glaube ich. Eigentlich müssen wir jetzt entweder Top-Pressern und Spinne machen oder Bot-Pressern. Bot-Pressern, würde ich sagen. Ja, und dann lass aber, Basti muss erst weg wahrscheinlich und dann müssen wir Top rauspushen, dass sie auch Pressure machen. Toplane pusht er jetzt. Ich dachte es mir doch. Ja. Ihr könnt, wenn ihr wollt, weiter pushen. Ja, die haben doch viel zu viel vielleicht. Einer von euch ist zumindest ein Rockshot. Oh, jetzt hat Sterax. Vielleicht machst du nicht so viel Damage auf Super Creeps, wa? Da wird er noch 30 Sekunden. So Tower Damage braucht mit dem Super Creeps hin? Das ist bei David. Das hat ja nur noch 6 Sekunden. Wie lange habe ich noch? 6, 4, 3, 2. David hätte es besser den Init machen können, hätte uns mehr gebracht. Jetzt sind gleich alle wieder da. Sind aber bei Basti. Basti, überlebst du denn? Hast du geflasht? Geht der? Ja, ich muss ihn bauen. Oh, wie einfach knapp. Reinpushen und den machen? Ja. David, kannst du eben Creeps töten oder so? Ich bin... Wartet, ja? Oh Gott, der Wladimir, ne?
Na, GG. Ja, aber dafür kann Christoph das jetzt beenden. Ja. Ja, deswegen also, GG. Würden die Minions sogar beenden. Ja, wenn die mich halt komplett ignorieren, ist halt, dann sterbe ich halt nicht. Ja, irgendwie mag der das gerne, mich zu ulten. Ja, weil der mich nicht ulten kann. Ich hab ne QSS. Was soll er halt machen? Dich ulten. Ja, bringt ihm halt überhaupt nichts. Ist halt mega dumm. Das ist halt der ultimative Warwick-Counter. Und Garen